Willkommen zur heutigen Donnerstagsausfahrt. Wir fahren wieder so eine kleine Einführungsrunde. Es sind noch mal zwischen 15 und 20 Grad geworden. Wir fahren heute mal lang mit Handschuhen schon. Was nachher natürlich wieder abkühlt. Würden die Finger frieren. Es fühlt sich wie im Herbst oder Frühlingstag an. Die Sonne steht natürlich schon recht tief, weil die Tage ja kürzer werden, so gegen 20 Uhr schon dunkel. Klasse Licht. Das ist der Tag, an dem die Kanzlerin in Gießen spricht, in der CDU. Uhr soll das wohl sein, was ich gelesen habe. Aber interessiert mich nicht weiter. Letzte Woche kam keine Videoserie, ich war krank das Wochenende. Heute ist der erste Tag. Ja, nachts ist es schon 10 Grad, kühl oder kalt. Wieder noch weiter runter die Nacht, also ist schon Heizung angesagt. Und lange Sachen generell. Ja, nur ein bisschen Rollen angedacht nach der. Ja, fast. Ja, zweieinhalb. Ich würde sagen, Beine locker, Körper, Kreislaufsystem wieder anregen. Kleine Gänge, Trittgeschwindigkeit. Erst wieder zurück nach Gießen jetzt. Klassische Runde. Einhörner.
Texter. Nur als Produzent. Hier auch nicht fahren. LDK irgendwas. Die Radwege hier in der 49 sind so ein bisschen herum die sichersten. Ja, das sind also 2 Stunden. Feierabendverkehr, sagt man. Und die Straßen wieder voller. Stadtautobahn, die 488 sein, Wettenberg auf der Seite.
Ende. Könnt ihr auch die Bissegauer fahren? Das kriegen wir. Damit der Reiz sich deutlich. Fernsicht. Der Winter kühlt dann doch weiter ab. Jetzt ist es doch merklich kälter. Und gut, dass ich lange Hosen heute anhabe. Da müssen wir sich wieder mal gewöhnen. Jetzt sind wir kurz unterwegs. Heute. Guten Tag lang. Letzten Tag ist die Kamera teilweise mitgelaufen, aber ohne Videoanspruch. Hat auch geregnet. Rad gucken. Ist nicht mal zentriert, aber das ist ziemlich speichend, ja schon ein bisschen lang. So gereicht. Ups! Ups!